In der freien Ganztagsschule Leonardo fällt schnell auf, dass es in der Grundstufe keine Klassen gibt. Die Jahrgänge von 1 bis 3 werden in jeweils 3 Stammgruppen eingeteilt. Dabei arbeiten in den jeweiligen Gruppen die Jahrgänge zusammen. Maximal 17 Schüler bilden eine Stammgruppe. Unterrichtet werden sie von 4 Grundschullehrern. Zusätzlich betreuen eine Heilerziehungspflegerin, 2 Erzieher und eine Sonderpädagogin die Kinder. Selbstständiges Arbeiten bildet dabei den Schwerpunkt. Also das Wichtigste für uns ist die individuelle Entwicklung jedes einzelnen Kindes. Das heißt, die Kinder lernen bei uns in ihrem individuellen Tempo und bekommen auch individuelle Hilfen im Zwei-Pädagogen-System. Wir arbeiten viel mit Montessori-Materialien im Grundstufenbereich, weil wir das Prinzip verfolgen, lernen durch Begreifen, also durch Anfassen, durch Handeln. Dass es also für die Kinder anschaulich ist, was sie tun. Wichtig ist auch, dass wir in Stammgruppen arbeiten, also in der Jahrgangsmischung von 1 bis 3 pro Stammgruppe und damit auch das soziale Lernen für uns im Mittelpunkt steht, also das Helfen und sich helfen lassen, auch verschiedene Rollen einzunehmen und eben das gemeinsame Lernen auch in den Mittelpunkt zu stellen. Beim täglichen Morgenkreis trägt jeweils ein Schüler etwas vor, das ihm persönlich gut gefällt. Sei es ein Plakat oder ein Gedicht. Gemeinsam wird dann darüber diskutiert und der Schüler erhält dann direkt ein Feedback zu seinem selbst gewählten Projekt. In der Freiarbeitszeit können die Kinder selbst entscheiden, an welchem Ort sie lernen wollen. Gemeinsam mit dem Pädagogen kommen die Kinder zu neuen Erkenntnissen und entdecken und begreifen die Dinge vor allem durch eigene Erfahrungen. Und das nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit Händen und Füßen. Durch das Lernkonzept gestaltet sich vor allem der Übergang zu den nächsten Jahrgangsstufen viel sanfter. Jedes Kind soll dabei individuell an sein eigenes Lerntempo angepasst und nicht mit Noten unter Druck gesetzt werden. Wir geben keine Noten, wir geben Probenoten ab Klasse 7 und richtige Noten ab Klasse 8, wie das Thüringer Gemeinschaftsschulgesetz vorsieht. Und vorher bekommen die Kinder von uns sehr ausführlich formulierte Lernberichte. Das ist immer ein Brief an das Kind, in dem ganz ausführlich dem Kind beschrieben wird, was kannst du, was sollst du dir fürs nächste Schuljahr vornehmen, woran sollst du also noch arbeiten. Dazu führen wir jedes Jahr mindestens 2 Entwicklungsgespräche mit Eltern und Kind gemeinsam, wo also auch nochmal auf kleine Ziele geschaut wird, vor allen Dingen was das Lernen und Sozialverhalten angeht, dass man sich da nochmal den Fokus setzt. Aber auch Fachunterricht, bei dem der Lehrer den Stoff vermittelt, gibt es an der freien Ganztagsschule Leonardo. Doch neben Deutsch und Mathematik wird hier schon von der ersten Klasse an Englisch unterrichtet. Mit Bildern und gemeinsamen Wiederholen und kleinen Spielen und Basteleien sollen die Kinder schon früh an die Fremdsprache gewöhnt werden. Wer Interesse hat, kann sein Kind noch bis zum 14. November an der Ganztagsschule anmelden.